there are different ways to finance your PhD program. For example, you can work for an office or in the industry, or you can work for the university as well. Or another possibility would be you get funded by somebody, somebody else, maybe by the state or by the government or by the EU. Or you have a certain amount of money, private money, and you can show that in your bank account, and then you'll also get the acceptance for the PhD. So like four or five different ways how to get an acceptance of funding. Bei mir ist es so, ich hatte das Glück, dass ich nach dem Master direkt eine Stelle bekommen habe an der Fachhochschule in einem Forschungsprojekt auch. Also ich forsche auch, aber ich mache keinen Doktor. Vielleicht mache ich den irgendwann mal noch, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, das, was mir so gefallen hat, ich durfte schon mal in den Beruf des wissenschaftlichen Mitarbeiters reinschnuppern davor für ein halbes Jahr. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil man hat einen festen Rahmen, man hat einen Projektplan, an den man sich halten muss. Aber in der Projektausgestaltung ist man mit seinen Kooperationspartnern relativ frei zu gestalten und eben auch Forschung zu betreiben. Und dann hatte ich das Glück, dass das auch noch ein Thema war, was mich persönlich ganz gut interessiert hat. Und ja, durfte dann so direkt weitermachen. Und ich glaube, das ist auch was sehr Schönes, Cooles, wenn man direkt anschließen kann ans Studium und es direkt anwenden kann, was man gelernt hat, in einem Umfeld von den Leuten, die man schon kennt im Prinzip. But the first one has to be from big technical university. Then if they like your proposal, then either of the universities can fund your what you call your PhD. In the sense that you are going to pursue a PhD and the particular department, you have to do some work as well. You have to contribute 20 hours or 10 hours, whatever. Vor dem Masterstudium schon vorhatte, zu promovieren, auch, ich wollte auch ein bisschen, sagen wir so, Forschung machen oder Recherche machen. Und deswegen hatte ich mich dafür entschieden. Und es war nicht leicht, ein Promotionsstipendium zu bekommen, weil man wirklich einige Voraussetzungen erfüllen muss. Also man muss sehr gute Noten haben und auch sozial engagiert sein. Und also nicht politisch unbedingt, aber sozial engagiert. Und es war nicht einfach, ein Stipendium, also Promotionsstipendium zu bekommen. Also ich habe eine gute Freundin, die mit mir studiert hat aus der Türkei. Und da war es einfach naheliegend für sie, dass sie nach Deutschland geht, weil sie hier auch Verwandte hat, die sie dann besuchen kann. Was gibt es noch für Gründe? Ich glaube, das sind so die ich weiß. Ja, ich denke auch schon die Anerkennung der deutschen Berufsausbildung im internationalen Kontext. Ja. Also, aber es ist ja im Prinzip der Ruf, ist dasselbe. Ich glaube, das ist schon der Hauptgrund. Ja. Also von We4U, dieser Verein, die Studenten hilft, ja, sie schicken immer E-Mails jede Woche und es gibt immer Links da. Und auch in dieser Website, es gibt alle Info, also über dieses Stipendium. And try that the professor get to know you, because if you want to apply for a scholarship or for an stipend, the most secure thing that it will require one recommendation letter from a lecturer or from a professor. Maybe the professors are researching some interesting topic, or they are manager from an interest company. So you can talk with them and apply for this research position. And if you are a nice guy, maybe one professor can recommend you.